Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Mini-Lektion Lineare Algebra. Dieses Mal besprechen wir ein Lemma, das uns eine Beziehung gibt zwischen der geometrischen Vielfachheit und der algebraischen Vielfachheit. Kurze Erinnerung, die geometrische Vielfachheit ist zu einem gegebenen Eigenwert Lambda die Dimension des zugehörigen Eigenraumes, also des Vektorraumes, der von den Eigenwerten zu diesem Eigenvektor, zu den Eigenvektoren, zu diesem Eigenwert aufgespannt wird. Und die algebraische Vielfachheit, ja, das ist die Vielfachheit als Nullstelle, also die Vielfachheit von Lambda als Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Und ja, es geht also, wie wir jetzt hier zeigen werden, die Beziehung, dass die geometrische Vielfachheit, die werden wir jetzt μ g von A Lambda nennen, also wir sprechen über eine n kreuz n Matrix A und Lambda ist der Eigenwert. Mu g von a lambda ist kleiner gleich mu a, also die algebraische Vielfachheit von a lambda. Und ja, das Ganze spielt natürlich auf einem Vektorraum. Also unser Vektorraum soll v heißen, ist ein n-dimensionaler Vektorraum. Das ahnt man ja schon, wenn ich sage, dass a eine n kreuz n Matrix ist, die natürlich dann einen Endomorphismus von v darstellt. Und ja, dann haben wir also diese Dimension μ g vom Eigenraum zu Lambda. Und natürlich können wir den Eigenraum auch mal selber benennen. Sagen wir, w Lambda soll der Eigenraum zu Lambda sein. Das ist also, wie gesagt, der Vektorraum, der von den Eigenvektoren aufgespannt wird. Und dann können wir eine Basis von diesem Eigenraum hinschreiben, nämlich w1 bis w μ g. Also es gibt μ g Vektoren hier in dieser Basis und das sollen alles natürlich jetzt Eigenvektoren sein, also W1 bis WG sind Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda. Und ja, dieser Eigenraum ist ein Untervektorraum von V und dann können wir diese Basis von dem Eigenraum ergänzen zu einer Basis von V, Basisergänzungssatz, siehe Playlist lineare Algebra. Und können wir das mal so hinschreiben, dann haben wir also W1 bis W mu g, das sind also die, die aus dem Eigenraum kommen. Und dann fügen wir noch weitere linear unabhängige Vektoren zu, so viele wie wir eben brauchen, bis wir hier die Dimension von V erreicht haben. Das heißt, wir gehen noch von V mu g plus 1 bis Vn. Das sind also die hinzugefügten, mit dem Basisergänzungssatz hinzugefügten Vektoren, sodass wir jetzt also insgesamt eine Basis von dem Vektorraum V haben. Und wir schreiben die also, wie hier gezeigt, nebeneinander in eine Matrix. Und man kann sich das vorstellen, dass W1 ist hier so eine Spalte, das ist hier so eine Spalte und so weiter. Und nennen die so erzeugte Matrix S-invers. Einfach so. Und oder nicht einfach so, wenn ich hier so eine Matrix S invers anschreibe, dann ahnen es die meisten noch nicht schon. Das heißt, der Rest des Beweises läuft jetzt wieder auf ein Argument mit ähnlichen Matrizen hinaus. Wir gucken jetzt nämlich Folgendes an. S A S invers, also eine aus A gewonnene ähnliche Matrix. Und die wenden wir auf EI an. Und I soll aber nicht irgendein I sein, sondern I soll aus der Menge 1 bis mu g sein. Und wenn man eine Matrix auf den i-ten Basisvektor, Standardbasisvektor anwendet, dann bekommt man gerade die i-te Spalte von dieser Matrix. Also was wir hier bekommen, wenn wir S-invers auf EI anwenden, dann haben wir also die i-te Spalte von S-invers. Die i-te Spalte von S-invers, i war ja aus 1 bis mu g, das ist also 1 von diesen W1 bis mu g, nämlich das i-te. Das heißt, das hier können wir schreiben als SAWI. Und jetzt nutzen wir aber die Tatsache aus, dass A eine Matrix ist, die
WI als Eigenvektor hat, mit dem Eigenwert Lambda. Das heißt, A auf WI angewendet ist gerade Lambda WI. Das Lambda können wir vor das S ziehen, dann haben wir also Lambda S WI. Und jetzt nutzen wir die Tatsache aus, dass S, ja, S ist das Inverse von S invers. Das heißt, S angewendet auf WI, je nach Definition von S invers, ist gerade EI, also wenn man eben eine Matrix mit dem Inversen multipliziert, dann sind auf der Diagonalen nur Einsen. Das ist das, was hier drin steckt. So, also was wir jetzt gesehen haben, ist SAS invers angewendet auf EI, gibt gerade Lambda EI. Und das heißt aber nichts anderes, als dass diese Matrix SAS invers diese Gestalt hier haben muss, die hier steht. Also das heißt, wir haben hier auf der Diagonalen mindestens μ g mal Lambda stehen. Und wir haben hier noch drei weitere Bereiche von der Matrix, über die wir zunächst mal nichts wissen. Aber wenn wir und hier stehen natürlich 0, wenn wir die Determinante ausrechnen wollen, dann müssen wir sehe das Video zu Determinanten, dann müssen wir die Determinante von diesem hier ausrechnen, mal der Determinante von dieser Teilmatrix D hier, also genauer gesagt von x minus der passend dimensionalen Einheitsmatrix minus d. Und wieso ist das interessant? Einfach deswegen, weil das charakteristische Polynom von A, das ist dasselbe wie das von SAS invers. Da steht auch wieder ein Satz drin, nämlich, den wir an dieser Stelle zitieren, nämlich, dass ähnliche Matrizen das gleiche charakteristische Polynom haben. Also das charakteristische Polynom unterscheidet nicht zwischen ähnlichen Matrizen. Deswegen können wir also das charakteristische Polynom von A ausrechnen, indem wir das von SAS invers ausrechnen. Aber das von SAS invers können wir jetzt zumindest ein Stück weit ganz einfach ausrechnen, weil wir gerade gesagt haben, SAS invers hat diese Gestalt hier. Und hier können wir jetzt also das für diesen Teilbereich hier, für diese Teilmatrix, ist das charakteristische Polynom jetzt einfach x minus Lambda hoch μ g. Und dann kommt eben noch die Determinante, also der Faktor im charakteristischen Polynom, der sich hier aus der Determinante von x minus der Einheitsmatrix von der Dimension n minus μ g, also die Dimension, die hier noch übrig bleibt, für dieses d, minus d ergibt. Und ja, damit sehen wir also die algebraische Vielfachheit von Lambda ist mindestens so groß wie die geometrische Vielfachheit. Denn wir haben ja jetzt hier schon Lambda als μg-fache Nullstelle gefunden, also eben gerade so oft wie es der geometrischen Vielfachheit für Lambda entspricht. Und könnte aber eben sein, dass Lambda hier auch noch als Nullstelle von diesem Polynom hier auftaucht. Und in dem Fall wäre dann also die algebraische Vielfachheit tatsächlich größer als die geometrische Vielfachheit. Ja, und damit sind wir fertig mit diesem Satz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Videos zur linearen Algebra natürlich wie immer in der Playlist Lineare Algebra. Und dann bis zum nächsten Mal.